Hallo, willkommen zum zweiten Teil Yoga-Therapie nach Parker und Pape. Wir hatten ja im ersten Teil Finessen gezeigt, wie wir das Os-Sakrum, das Kreuzbein, behandeln können und noch darüber hinaus den ganzen dorsalen Faszienzug, der sehr den chinesischen Blasenmeridian ähnelt. Wir fangen jetzt da an, wo wir aufgehört haben. Die Ilea zeigt ja noch mit den Yoga-Plötzern, mit den Therapieplötzern aktive Finessen der Yoga-Therapie. Jetzt geht es wieder um Yoga in Kombination mit Hands-on-Techniken, sozusagen die finale Technik für das Os Sacrum. Und danach zeige ich euch spezifische Dehnungsfinessen kombiniert mit manueller Therapie, Triggerpunktbehandlung, Akupressur, die der traditionellen Thai-Yoga-Massage entlehnt sind. Ja, dann geh mal in die Position Kind. Hier seht ihr das ganz professionell und wir hatten ja auch schon im ersten Teil im Vierfüßler gearbeitet oder auch in der Flugposition. Das ist jetzt ganz einfach. Ich gehe jetzt hier mal nochmal zu Ihrem Os-Sacrum hin. Hier aus meinem Center of Gravity gebe ich jetzt so ein bisschen Akupressurdruck. Bin hier am Ursprung neben dem Os-Sacrum des Piriformis und hier an den sakralen Kanten und gehe auch hier in die zu jeder Seite je vier Löcher in die Foramina Sacralia rein. Auch um die Iliosakralgelenke rum und gehe hier auf die Querfortsätze der unteren Lendenwirbel. Bewegt die so ein bisschen schiebend mit vertikalem Druck nach links und rechts. Jetzt mache ich einfach weiter und bitte mal die Ilea darum, langsam in die Sitzposition zu kommen. Mach das mal. Und ich arbeite hier einfach weiter. Bewege hier auch dieses knirschende Dreieck ein wenig und dann gehe ganz langsam wieder zurück. Wie gesagt, hier der Ursprung des Musculus piriformis, hier dieses birnförmigen Muskels, der ist dabei wiederum sehr wichtig. Und richte dich ruhig nochmal auf. Könntest du zwei, dreimal wiederholen. Und dann leg dich wieder entspannt auf den Bauch. Leg dich runter, kannst die Beine jetzt lang machen. Jetzt ist sie aus dieser gedehnten, vorgedehnten Position raus und ich gehe jetzt nochmal locker in diesen Bereich rein. Das hat man im ersten Teil schon mal gemacht und mobilisiere hier so ein bisschen nach. Gehe wiederum in die Foramina Sacralia, hier in die Löcher rein. Arbeite hier neben dem Os-Sacrum. Gehe nochmal so ein bisschen in die Rückendehnung. Die Kraft kommt immer aus meinem Center of Gravity. Mache auch nochmal die schon mal gezeigten, im ersten Teil gezeigten Palm Steps. Und bewege mich dann in Richtung der Füße als kleine Endentspannung. Zieh nochmal an den Beinen, verlagere dabei meinen Körperschwerpunkt. Gehe hier unterhalb des Balls in diese Vertiefung, in den chinesischen Akupunktur, Akupressurpunkt, Niere 1, gibt nochmal dreimal mit der Ausatmung Druck. Und
beende diese kleine Abschiedssequenz. Okay. Und ja, jetzt geht es um spezifische Behandlungsfinessen, vor allen Dingen um die Flexibilität, die Dehnbarkeit zu verbessern, natürlich auch die fasziale Balance und auch darum, Gelenke zu mobilisieren. Ich beginne mal folgendermaßen. Ich nehme Kontakt an Ihren Füßen auf. Lege hier Ihre gestreckte Beine auf meinen Schoß. Jetzt habe ich es. Und mit der Ausatmung verlagere ich mein Gewicht nach hinten. Also mit Ihrer Ausatmung und pendel die Beine mal so ein bisschen nach links und rechts. Meine Hände sind hier unter den Hacken. Jetzt schiebe ich das eine Bein und das andere ziehe ich, dass sich so ein bisschen hier die Hüfte bewegt. Lege die Füße wieder ab, gleite seitlich am Körper entlang, umgreife Ihre Handgelenke und mit Ihrer Ausatmung ziehe ich Ihre Schulter mittels Gewichtverlagerung. Ziehe ich die Schultern nach unten, behalte Kontakt und gehe wieder zu den Füßen. Jetzt habe ich die Füße übereinander und gebe von oben vertikalen Druck, habe erst den einen Fußrücken oben und dann den anderen. Nun mache ich ein sogenanntes erdendes Element. Dazu benutze ich eine Technik aus der Thai-Yoga-Massage und bewege mich auf einen chinesischen Akupressur-Meridian, der im Kontext der chinesischen Mythologie als Milz-Pankreas-Meridian bezeichnet wird. In dieser Mythologie wird dieser Meridian als Meridian oder als gehört zum Kreislauf der Mitte zusammen mit dem Magenmeridian, und die Symbolik dieses Kreislaufes ist die Erde. Und genau darum geht es jetzt, um ihr oder meiner Klientin, Patientin, wen auch immer, ein erdendes Gefühl zu vermitteln. Dazu arbeite ich hier mit alternierenden Palm Steps und verlagere mein Gewicht von links nach rechts. Gehe hier auf die mediale Fußkante. In der Fußreflexzonenmassage ist das übrigens die Wirbelsäulenlinie. Bewege mich jetzt sanft über die Knöchel und laufe hier an ihrer Schienbeinkante weiter. Verlagere meditativ nach oben gehend, also in so einer meditativen Grundstimmung, entspanne mich bei mein Gewicht von links nach rechts. Hier an den Knien gehe ich nicht direkt auf die Knie rauf, sondern habe hier meine Finger um die Kniescheibe herum und bewege die Patella, die Kniescheibe, hier so ein wenig gleitend. Und laufe jetzt hier auf den Quadrizeps weiter bis zu den Leisten, hier auf der Linie zwischen Rectus femoris und Vastus medialis. Und gehe jetzt weiter nach oben. Bis meine beiden Hände hier über den Leisten sind. Wenn meine Partnerin, meine Patientin, mein Patient, meine Klientin, wie immer ich es nennen möchte, Herzrhythmusstörung hat, Bluthochdruck haben sollte oder einen Herzschrittmacher, mache ich diese Technik nicht. Ich verlagere jetzt mein Gewicht, gehe jetzt selber hier in eine yoga-ähnliche Position und blockiere mal so ein bisschen ihren arteriellen Blutfluss.
nicht wirklich, nicht ganz, aber so, dass hier so ein kleiner Stau ist und nach circa 30 Sekunden löse ich den Kontakt und vermittle hier, oder sie fühlt jetzt, wie Energie, wie Wärme nach oben steigt. Das tut man wirklich. Das Gleiche kann ich jetzt hier auch auf den Händen und auf den Armen machen. Ich mache hier diese alternierenden Palm Steps. Das ist wirklich eine Sequenz, auch für den Anfang einer Behandlung, wenn die Patientin oder Klientin, wer auch immer, so ein bisschen durch den Wind ist und erstmal so ein bisschen, ja, eben dieses Gefühl von Erdung haben möchte. Bewege mich hier wirklich so geschmeidig, als wenn ich eine Katze wäre. Und gehe jetzt wieder zu den Füßen. Jetzt entscheide ich mich für eine Seite. Ziehe erstmal das Bein, öffne mich dabei. Habe hier meine Hand unter der Ferse und gebe es hier aus meiner Centerline, aus meiner Sagittalebene, so einen kleinen Schub, dass sie Jawohl sagt. Und locker ein wenig. Jetzt gehen wir in die erste Gelenkmobilisation. Das ist noch keine wirkliche, sondern eine sehr leichte. Mein Unterschenkel schient ihren Oberschenkel. Hier ihr Hacken liegt in meinem Handteller. Oberhalb des Hackens gibt mein Daumendruck. Ich gebe hier aufs Knie, also lege meine Hand auf das Knie und bewege jetzt hier das Bein im Hüftgelenk in einer ganz, ganz leichten Außenrotation. Jetzt kommt die erste wirkliche Dehnung. Meine Hand ist über den Fußrücken, meine andere über den Knie und ich lasse jetzt hier meinen Schwerpunkt nach unten sinken und dehne am Unterschenkel, den vorderen Schienbeinmuskel, den Tibialis anterior. Und leicht auf den Quadrizeps. Und jetzt gehe ich in eine antagonistische Dehnung. Vorher, hatte ich gerade vergessen, sorry, kann ich hier schon eine postisometrische Relaxation einbauen. Gehe nochmal in die Position rein und du versuchst mal das Bein zu strecken mit leichter Kraft und ich lasse dich nicht. Das reicht schon. Warte circa 15 bis 20 Sekunden. Dann mal wieder loslassen und dehne nun nach. Isometrische Anspannung, also praktisch Muskelarbeit ohne Längenveränderung. Jetzt stehe ich hier mal auf und klemme jetzt ihr Bein, ich zeige es mal am anderen Bein, dass ihr das seht, hier so ein bisschen zwischen meinen Beinen und habe hier so einen schönen Hebel und kann jetzt hier das ganze gestreckte Bein, hier die Hamstrings, die ischokrurale Muskulatur und die dorsale hintere Unterschenkelmuskulatur, vor allem die Wadenmuskulatur, dehnen. Gehe langsam in die passive Dehnung rein und du kannst wieder gegendrücken leicht, reicht schon. Warte jetzt wieder 15 bis 20 Sekunden, wenn ich jetzt wirklich behandeln würde. Und dann lass locker und ich dehne nach und du kannst selber noch ein bisschen aktiv dieses Nachdehnen verstärken, indem du mir hilfst. Gerade jetzt, sie ist natürlich jetzt als Yogalehrerin sehr beweglich und Extenzerin, aber für viele ist das schon eine sehr, sehr intensive Dehnung. Auch eine gute Vorbereitung, um dann eine bessere Dehnung, um auch erwärmter zu sein, um dann auch die Asanas beispielsweise besser machen zu können. Eigentlich waren wir jetzt auf dem Bein, ich habe es nur hier
gezeigt, dass ihr das seht. Kann man natürlich auf beiden Beinen machen. Ich bleibe jetzt mal auf der Seite und lege jetzt mal das Bein hier rüber. Und sie ist jetzt in so einer halben Seitenlage. Und was jetzt ganz wichtig ist, ich benutze meinen Körper. Hier schmiegt sich mein einer Schenkel an und hier der andere Schenkel. Schaut mal, ich sitze hier auf meinen Fußball und meinen Knien und habe sie jetzt hier so ein bisschen geschützt. Und kann jetzt hier langsam in die Dehnung gehen. Sie atmet dabei sehr tief. Und dann kannst du mir wieder Gegendruck geben. Ich mache es jetzt kürzer. Sonst mindestens 15 bis 20 Sekunden, dann wieder locker lassen. Und hier seht ihr nochmal die Position. Ich nehme jetzt den gegenüberliegenden Arm, verlagere meinen Körperschwerpunkt und bringe hier Zug ein. Ich kann jetzt hier mal schon so ein bisschen das Handgelenk in die Beugung und in die Streckung, in die Extension bringen. Hier mich auch mal so ein bisschen die Finger einhaken und hier schön in diese Traktion gehen, in diesen Zug gehen. Jetzt gehe ich hier vor ihren Oberkörper und jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Sequenz. Ich lege jetzt hier ihr angewinkeltes Bein unter meinen Schenkel. Hier mein Fuß, meine Zehen sind in Richtung der ihrigen. Lege sie jetzt hier rüber und ziehe sie so ein bisschen raus. Mein Körper bleibt gerade und hier meine Fingerbeeren oder meine Fingerbeeren zu krallen. Und die krallen sich jetzt hier im Lendenwirbelsäulenbereich oberhalb der Querfortsätze regelrecht so ein bisschen ein, dass ich hier punktuellen Druck habe. Dorsaler Faszienzug, Myofascial Train oder auch chinesischer Blasenmeridian. In den Skripten findet ihr dann auch die Meridiane, die Trigger, Tender Points, Muskeln, Faszienzüge in Abbildungen. Und jetzt habe ich hier durch diese alternierende Bewegung im Bereich der Lendenwirbelsäule, aber auch im Bereich der unteren Brustwirbelsäule und nicht wirklich, aber schon mit mobilisierend im Bereich des Ostsakrum, wenn ich hier in die besagten Löcher, in die Foramina Sacralia reingebe. Jetzt habe ich hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel so nicht mit meiner Daumenspitze, sondern hier mit meinem Daumen mich so ein bisschen unter den Rippenbogen durch ihre Atmung saugen zu lassen. Jetzt atme mal dreimal tief in den Beckenboden. Ich werde immer tiefer, bewege mich hier in Richtung Diaphragma, Zwerchfell. Die andere Hand krallt sich hier hinten in die Querfortsätze der unteren Brustwirbelsäule. Dann atme mal dreimal tief in den Thorax und dann wieder dreimal tief in den Beckenboden. Dadurch löst sich Spannung im Bereich des Zwerchfells, des Diaphragmas. Und gehe dann aus dem Kontakt raus. Jetzt schiebe ich hier meine Hand runter und greife in meinen Oberarm. Und merke, ich kann jetzt hier das Hüftgelenk nach außen und nach innen bewegen, in die Außen- und Innenrotation. Ich gehe mal in die Außenrotation und du versuchst mal nach innen zu drehen und ich lasse dich nicht. Warte wieder 15 bis 20 Sekunden
Und dann lässt du locker und ich dehne nach und du versuchst mich aktiv noch zu unterstützen. Und dann drehe ich nach innen, benutze hier den Hebel, torsiere meinen Oberkörper und du versuchst nach außen zu drehen. Ich lasse dich nicht, warte wiederum 10 bis 20 Sekunden. Dann loslassen und ich bewege dich nach innen. Dann dehne ich dich nochmal kurz passiv nach außen. Und kann hier mein Gewicht nach hinten verlagern und habe hier nochmal einen schönen Zug. Kann ja auch mit meiner Ulna, mit meiner Elle oder mit beiden Unterarmknochen nochmal hier über den lateralen Oberschenkel, den seitlichen Oberschenkel, über den Tractus iliotibialis gleiten. Jetzt dehnen wir mal etwas intensiver. Ich habe jetzt hier vor meinem Oberkörper ihr gestrecktes Bein. Ihre Kniescheibe liegt in meinem Handteller und ich kann jetzt stärker in die Dehnung gehen. Hier der Ischokoralmuskulatur, der Hamstrings, auch die Beugemuskulatur im Oberschenkel. Und du versuchst mal dein Bein zu beugen und ich lasse dich nicht. Gut und wieder loslassen und ich dehne noch mal nach und du kannst mich aktiv unterstützen. Sehr intensive Dehnungstherapie. Jetzt gehe ich hier mal mit meinem Knie in die Ischokoralmuskulatur. Die Ischokoralmuskulatur, also Bizeps, Femoris, Semitendinosus, Membranosus und drücke hier mit meinem Knie und ziehe den Oberschenkel mit meinen Händen ran. Ich habe jetzt so im Ischias Nerv, der wirklich fingerdick ist, so ein kleines Gleiten. Und was sehr interessant ist, ich könnte jetzt auch auf spezifische Tender Trigger Points gehen, hier im Bereich der ischokoralen Muskulatur und hier mit Beugung und Streckung den Spannungszustand ändern. Meine Fingerbeeren sind hier wiederum um die Patella rum, um die Kniescheibe rum. Dort habe ich übrigens auch spezifische Akupressurpunkte für Knieprobleme. Kann hier auch in die Kniekehle gehen oder auch eine gute Daumenbreite tiefer in den wichtigen Muskel, auch für die, in den wichtigen Muskel auch für die Stabilität des Knies, wichtigen Muskel, den Popliteus, der im Unterschenkel eine Innenrotation macht, im Oberschenkel eine Außenrotation. Aber vor allem für die Stabilität des Knies sehr wichtig ist. Jetzt wird es noch bizarrer. Ich dehne jetzt mal hier wirklich Ihren Sakralbereich und kann jetzt hier nochmal Druck geben auf die Querfortsätze der unteren Lendenwirbel und auf das Os Sacrum und komme jetzt hier von ventral von vorne, wenn ich hier neben den Rectus Abdominus gehe. Und sie atmet sehr tief, sie saugt regelrecht meine Daumenbeere in Richtung ihrer Wirbelsäule. Da ist der Psoas, der eine Teil des Doppelmuskel Ilius Psoas. Ich gebe hier einschmelzenden Druck. Bei Triggerpunktaktivität strahlt der Schmerz dahin aus, wo ich hier dorsal, also auf der Rückseite, meine Hand habe. Dort in diesem Hüftbeuger, den Ilius Psoas, ist oft ein sehr, sehr starker Tonus. Hier, wenn ich meinen Daumen so zum Haken mache und hier in die Beckenschaufel gehe, erreiche ich potenzielle Triggerpunkte des anderen Teils dieses Doppelmuskels, des Musculus Iliacus.
Auch diese sind oft sehr empfindsam und können nach dorsal, aber auch zur Hüfte hin ausstrahlen. Kann hier auch schön in potenzielle Tender, Triggerpunktbereiche und oder chinesische Akupressurpunkte gehen im Bereich des Gluteus medius, minimus, Tensor fascia lati. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Wir haben das schon in einer anderen Position mehr oder weniger aktiv gemacht oder in einer anderen Position gearbeitet. Jetzt habe ich eine Längsdehnung im Piriformis. Mache ich natürlich nicht, wenn Bruchgefahr sein sollte, zum Beispiel Osteoporose. Gehe jetzt hier in die Längsdehnung und jetzt kommt hier mein Haken und ich gehe jetzt hier über den unter den Gluteus maximus liegenden Piriformis und baue dazu noch eine Querdehnung ein. Und drücke mal ein bisschen gegen mich, versuche mal aus der Bewegung rauszukommen. Wiederum isometrische Anspannung und dann locker lassen, dich dehnen nach und du unterstützt dich noch dabei. Jetzt hat die Hüfte das Bedürfnis, sich zu entspannen. Ich bringe sie hier in diese Position. Das aufliegende Bein ist angewinkelt. Ich habe jetzt eine leichte Dehnung in den Adduktoren, in den Schenkelanziehern. Und hier ist sozusagen mein Fixationsgurt, dass hier nicht ins Hohlkreuz kommt. Ich lege natürlich jetzt nicht mein Gewicht hier drauf. Und dehne jetzt mal die eingelenkigen Schenkelanzieher und du drückst mal mit deiner Hand wiederum dagegen. Und wieder loslassen und ich dehne nach. Ich kann übrigens immer mal, wenn der Fuß sich anbietet, das hatten wir im ersten Teil schon mal gehabt, hier wenn ich den Fuß, ich zeige es mal an dem Fuß, mir so das Relief der Fußmuskeln, der Zehenbeuger vorstelle, nicht nur der, also praktisch hier meinen Scheitelpunkt habe und Linien zu den Zehen vorstelle, kann ich da immer mal wieder reingehen, um kleine tiefenentspannende Elemente einzubauen. Laufe jetzt praktisch vom Mittelpunkt des Hackens zu den einzelnen Grundgelenken der Zehen hin. Oder kann hier wiederum auch schön auf die mediale Fußpankante gehen und hier den Bereich des Pankreas Meridian kompressieren, der eine Fußreflexzonenlinie, Massagebehandlung, die Wirbelsäulenlinie bildet. Potenzielle Trigger Tender Points habe ich vor allem hier im Bereich vor den Leisten, also hier wo die Muskelursprünge sind. Sind oft sehr, sehr empfindsame Bereiche, da kann ich leichten Druck gehen, meine Daumen werden nach links und nach rechts kreisen, zwei, dreimal kleine Pentagramme, Davidsterne, Fadenkreuze malen, dass ich eine gewisse Friktionsvielfalt hier auch mit meinen Daumen bewirke. Gehe da nochmal sanft drauf. Jetzt kommen ein paar typische Thai-Techniken gleich. Zuvor machen wir jetzt eine große Hüftmobilisation. Ich habe hier meine Handkante in ihrer Kniekehle und kreise hier meinen Rumpf. Nehme ihr Gelenk mit auf die Reise. Hier meine Finger sind auf der Fußfläche. Plantar, mein Daumen dorsal. Mache hier einen großen Kreis, einen großen Außenkreis. Sehe das für mich auch immer als kleine bewegende Meditation, kann man fast sagen. Bin wirklich fließend und in meiner Bewegung geschmeidig. Ich. Das angewinkelte Bein parkt jetzt hier auf meinem Schoß und ich gehe jetzt hier mit meiner Faust auf den Plantarfuß und schmelze hier so richtig tief ein. Jetzt hört sie gleich, wie der Frühling sich ankündigt.
und das ziemlich heftig mit hohen Temperaturen, weil jetzt gehe ich hier auf eine Linie, praktisch, wenn man jetzt hier so, sag ich mal auf der anderen Seite, sieht man ganz gut, wenn man jetzt hier so die Hosennaht sieht. Das ist in der chinesischen traditionellen Medizin symbolisiert diese Linie ein Teil des Lebermeridians. Der Lebermeridian, ein sogenannter Yin-Meridian, zusammen mit den Gallenblasenmeridian auf der anderen Seite, die symbolisieren in dieser Mythologie das Grüne, das Wachstum, den Frühling, die Vitalität. Und die werden wir jetzt mal so ein bisschen rauskitzeln. Und die eine Hand ist hier auf dem Fuß. Und jetzt gehe ich hier neben den Schienbein ganz tief mit ihrer Ausatmung, schmelze sich hier in diesem Meridian, in das dortige myofasziale Gewebe, mit meinen Ellbogen ein. Da erreicht man fast so ein natürliches Doping. Ich habe das mal mit Kraftsportlern gemacht, habe mit Atemübungen kombiniert, diesen Meridian intensiv behandelt und die haben danach oft eine Übungssequenz mehr geschafft oder eine Serie mehr. Das ist wirklich wunderbar zum Wachwerden. Kann ich auch so ein bisschen sediert meine Hand drauflegen. Und hier durch mein Körpergewicht, mein Handgelenk ist locker, schmilzt hier mein Ellbogen jetzt hier in den Bereich der Adduktoren ein. Gehen wir bei wiederum kurz bis vor die Leisten. Lege jetzt mal das angewinkelte Bein ab. Jetzt stelle ich diesen Fuß hier, der hin ist, so kreuzförmig über Ihren Fuß und gehe jetzt mal mit meinen Palms oder eigentlich mehr mit meinen Handballen als mit meinen Handflächen hier auf beide Oberschenkel und mache diesen alternierenden Spaziergang wiederum in Richtung der Leisten und wieder zurück. Ich bin da wirklich locker bei, entspanne mich bei. Hier auf den Unterschenkel kann ich übrigens auch hier den Palm Step mit meiner Fußsohle machen. Jetzt mache ich wieder die große Außenrotation und setze mich mal auf meinen Hintern, auf meinen Gluteus Maximus. Hier in der Kniekehle ist meine äußere Fußkante, hier meine Hand, da meine andere Hand. Und vorher lockere ich mal nochmal so ein bisschen die chokrale Muskulatur. Und jetzt gebe ich hier mit diesen Beinen Druck. Da ziehe ich leicht. Auch eine Thai-Massage-Technik, genauso wie die folgende. Habe jetzt hier meinen Fuß, meine Zehen sind nach außen und ziehe an den Unterschenkel, setze jetzt meinen Fußballen auf ihren Sitzbeinhöcker und hänge mich regelrecht ran und traktiere das gestreckte Bein. Kann mich hier mal ausruhen. Jetzt dehne ich in Richtung Spagat den zweigelenkigen Adduktor, den Musculus gracilis. Gehen wir mal ein bisschen hin. Und jetzt drück mal gegen meinen Unterschenkel. Wieder 15 bis 20 Sekunden. Dann locker lassen und ich kann hier noch so ein bisschen nachdehnen. Bringe jetzt das Bein zur anderen Seite und ziehe sie hier nochmal richtig und kann jetzt mal so richtig schön hier mit meiner Elle hier über die laterale Flanke, hier den Tractus iliotibialis und die lateralen Pyrenei oder auch Fibularis heutzutage genannt, gleiten. Jetzt zeige ich noch zwei, drei bilaterale Techniken und dann werden wir diese
Sequenz beenden. Ich kann man natürlich oder sollte man auf beiden Seiten machen. Ich habe das nur auf einer gezeigt. Ziehe nochmal. Hier, Ihre Füße sind an meinem Bauch. Und ich gehe jetzt hier nach vorne, bis meine Oberschenkel hier an Ihrem Gesäß sind. Und greife die Knie und kreise jetzt. Auch für das Brustsakrum wiederum sehr entspannt. Bringe Sie jetzt im angewinkelten Bein hier, da habe ich mein Bein zur einen Seite. Gehe nochmal hier in diese diagonale Dehnung. Und dann mache ich das gleiche auch zur anderen Seite. Jetzt machen wir mal was sehr Entspanntes. Ich strecke mal Ihre Beine. Sieht man die Füße gut auf der Kamera? Im Gesicht muss man nicht sehen. Und hier kann ich schön trommeln. Könnte jetzt auch so ein kleines Schlagzeug-Solo auflegen, so besten so 26 Minuten, Moby Dick von der Zeppelin. Sehr, sehr angenehm. Muss man natürlich nicht mit Musik machen. Simpel, aber entspannt. Und jetzt schnappe ich mir mal, gib mir mal meine Handgelenke und jetzt bringe ich sie mal schön hier in diese Dehnung rein. Und sie kann schön tief atmen und dabei entspannen. Wiederum ein Element aus der Thai-Yoga-Massage. Ich lege sie sanft ab und steige jetzt hier mal durch. Möchte mich auch ein bisschen dehnen. Und jetzt machen wir hier mal eine schöne Partnerdehnung. Jetzt machen wir die Knie locker. Ich bringe jetzt Ihre Füße zusammen und bewege ganz langsam Ihre Füße in Richtung Kopf. Sie hat es natürlich gerade im sakralen Bereich wiederum eine sehr schöne Dehnung. Und hole sie wieder raus. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen spazieren und zwar auf Ihren Armen. Da habe ich nicht nur die drei wichtigen Hauptnerven der Arme, sondern auf der Vorder- und Hinterseite in der chinesischen Mythologie auch je drei Meridiane. Und hier auf der Beugeseite, der Innenseite, habe ich die Meridiane Lunge, Herzkreislauf oder auch Perikardmeridian genannt und Herz. Und damit stimuliere ich so ein bisschen bei ihr die Tiefenatmung. Gehe nicht so aufs Ellbogengelenk rauf. Klar, die Füße sollten vorher gewaschen sein. Aber es sieht vielleicht brutal aus, ist es aber nicht. Sondern es ist wirklich entspannt. Und beeinflusst die Atmung. Jetzt kommt eine weitere Thai-Technik. Die hat den Spitznamen Spanish Inquisition, weil sie an gewisse Verhörsmethoden der katholischen Kirche im Mittelalter erinnert. Aber sie ist nicht wirklich brutal, sieht nur so aus. Hier unten habe ich jetzt eine leichte piriformes Dehnung, hier eine ischokrurale Dehnung und auch eine Dehnung in der dorsalen Unterschenkelmuskulatur, vor allem hier im Wadenbereich. Und versuche mal den Fuß zu strecken und ich lasse es nicht. Und wieder locker lassen und ich dehne nach und du unterstützt mich aktiv. Und jetzt dehne ich den Fuß natürlich auch in die andere Richtung und kann den Fuß auch hier leicht mobilisieren. Mache ich dann auf beiden Seiten, ich zeige es nur auf einer. Jetzt kann ich hier nochmal schön auf den lateralen, den seitlichen Oberschenkel gehen. Auf den Tractus iliotibialis und gebe hiermit meinen Handballendruck, indem ich hier meinen Körperschwerpunkt einsetze.
Übrigens auch aus dieser Position könnte ich jetzt hier auf den Innenseiten der Arme arbeiten, allerdings jetzt mit meinen Händen. Auch das bietet sich jetzt hier sehr gut als Erweiterung an. Jetzt noch eine Technik und dann beenden wir diese Sequenz, die bei Kindern sehr beliebt ist. Die einfache Variante ist die, das Gesäß bleibt auf der Matte und ich ziehe sie hier hoch. Und die etwas showmäßigere Variante ist das, ich bringe sie hier rauf. Das mögen Kinder sehr gerne, diese Schaukel hier, aber auch Erwachsene. Lege sie ab, strecke die Beine wieder, gleite nochmal über den ganzen Körper und locker lassen und mit ihrer Ausatmung ziehe ich hier die Schultern nach unten in die Depression. Ein. Kreise nochmal hier vor der Ferse, meine Daumen nach links und rechts, in der Reflexzonenmassage hat man da im Bereich der Plantarneurose die Reflexzonen Dünndarm und Dickdarm. Genauso hier eine Daumenbreite unterhalb des Ballens, die Reflexzone Magen. Beide Bereiche wirken parasympathisch. Tiefen entspannt und am Schluss gehe ich nochmal auf den Punkt hier in dieser Vertiefung unter den Ballen, bilateral Niere 1, gebe nochmal gleichmäßigen Druck mit der Ausatmung. Lege mal die Hände auf. Und beende die Sequenz. Soweit erst einmal. Vielen Dank. Jetzt kommen wir gleich zu den Schultern. Aber bevor wir zu den Schultern kommen, werden wir am Nacken arbeiten. Und den Nacken so ein wenig entspannen und auch ein bisschen die Brustwirbelsäule. Und da bitte ich jetzt mal die Ilea, dass sie mal in die Position Fisch geht. Ist hier gut gedehnt. Ich unterstütze sie mal ein bisschen. Jetzt hier mal so ein bisschen über die Querfortsätze der BWS und ziehe sie hier so ein bisschen nach oben. Dann komme aus der Position raus. Komm mal kurz hoch mit dem Oberkörper. Ich lege jetzt hier mal, sie hat einen sehr langen Rücken. Jetzt leg dich mal so rüber, dass du hier mit dem Kopf, also der Hals, der Kopf ist jetzt hier an meinem Bauch dran und ich streiche jetzt den Nacken erstmal alternierend aus. Ziehe schön über den Hinterkopf rüber. Jetzt bringe ich mal meine Finger in diese Position, dass ich sie fast so ein bisschen anhebe und meine Finger wären paravertebral, also über den Querfortsätzen, nicht wirklich auf der Wirbelsäule, nicht wirklich daneben. Hier schmelze ich jetzt mal ganz, ganz langsam in die Faszien ein und ziehe wiederum hier über das Hinterhaupt und lege jetzt mal ihr Hinterhauptloch, ihr Foramen Magnum auf die Fingerbeeren all meiner Finger. Und sie
Lass mal den Kopf ganz schwer. Jetzt mach mal ganz kleine Ja-Bewegung, Inklination, Rekinationsbewegung. Die Kopfgelenksmuskulatur macht hier die Feineinstellung unserer Kopfbewegung. Und machen wir auch kleine Rotation, ganz kleine Nein-Bewegung, ganz kleine Kippung nach links und rechts, Lateralflexion. Und du bestimmst den Druck selber nach deinen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Auf den Atlas drauf, auf den Musculus obliquus capitis inferior, tangiere ich hier einen wichtigen Kopfschmerzpunkt, den Akupunkturpunkt Blase 10, auch ein potenzieller Triggerpunkt. Jetzt gehe ich mal mit meinem Zeigefinger hier so ein bisschen weiter, hier in die kleine Kuhle, hier über den Trapeziusbauch rüber, über den Splenius capitis, dort ist auch ein Akupunkturpunkt, der nennt sich Gallenblase 20, da geht der Nervus occipitalis minor in den Kopf rein, kann auch ein Mitauslöser bei Kopfschmerzen sein, bei Blase 10 davor übrigens der occipitalis Nervus occipitalis major. Geh mal an diesen Punkt und du kannst mal dich hier mit etwas größeren Bewegung selber reinbewegen. Sehr schön. Und dann wieder innehalten. Und ich streiche wiederum sanft aus. Hier richtig schön über das Occiput, über das Hinterhaupt hier rüber. Jetzt mache ich mal mit beiden Händen so einen Pistolengriff. So, peng, du bist tot. Und die Finger schienen hier die HWS, die anderen Finger sind wiederum im Foramen Magnum. Und ich mache jetzt hier so eine Parallelverschiebung, habe hier eine translatorische Bewegung, eine Gleitmobilisation hier auf der Transversalebene. Und mein Pistolenlauf, der Zeigefinger, kann mal so ein bisschen einknicken und dabei ganz sanften Druck auf die Querfortsätze geben. Wirklich hier am Nacken. Nichts erzwingen und wirklich locker lassen. Da hält sie so ein bisschen gegen. Ich versuche mal, ich akzeptiere das und erzwinge nichts. Und streiche wiederum aus. Ich lege mal den Kopf kurz ab. Gehe mal hier mit meinen Händen unter die Rippenbögen, gehen in die unteren Rippen leicht auseinander und schmelze mit meinen Fingerbeeren hier ein. Und jetzt atme mal wieder dreimal tief in den Unterbauch, dann dreimal tief in den Thorax und wiederum dreimal tief in den Unterbauch. Versuche hier auch das Zwerchfell so ein bisschen zu detonisieren. Gebe jetzt nochmal in den unterhalb der Sternoklavikulargelenke Druck, beeinflusse da den Nervus. Und machen wir den Punkt da, Phrenicus, der das Zwerchfell innerviert. Streiche wiederum aus. Und bitte jetzt kurz den Oberkörper anzuheben. Ich nehme mal die Rolle hier weg und jetzt leg dich mal ganz entspannt auf den Rücken. Und jetzt stimuliere ich hier nochmal die Tiefenatmung, indem ich hier meine Palm Steps auf der Innenseite der Arme mache. Verlagere alternierend mein Gewicht von nach rechts. Bin hier auf den Nervus medianus bezogen.
beziehungsweise auf den Herzmeridian, wenn man das von der Mythologie der traditionellen chinesischen Medizin her interpretiert. Und auf Atmung, auf das Herz, auf den Kreislauf möchte ich jetzt hier auch so ein bisschen tiefenentspannend Einfluss nehmen, dass Sie dann nachher bei den Schulterbehandlungen und bei den yogatherapeutischen Sequenzen möglichst schon gut vorentspannt ist und dementsprechend locker lassen kann. Jetzt mal mit einem, mein Handteller liegt jetzt nochmal hier im Kopf. Jetzt gebe ich ganz leichten schiebenden Druck hier auf dem Sternum. Leichten Zug. Mach das auch mit der anderen Hand. Und lege mal hier meine Hände sanft über das Gesicht. Ich kann auch mal meine Fingerbeeren so mit dem Eigengewicht hier so ein bisschen auf den Augen liegen lassen, ohne zu drücken natürlich. Ganz sanft hier auch so auf die Karotiden legen, nicht drücken, Gottes Willen. Und sie einfach hier so ein bisschen parasympathisch noch in die Tiefenentspannung zu bringen. Und dann löse ich langsam den Kontakt. Vielen Dank, soweit das einmal. Ja, das war der zweite Teil des Online-Tutorials Yoga-Therapie nach Parker und Pape. Ich hoffe, euch hat auch dieses zweite Online-Tutorial gefallen. Dieses Tutorial, dieser zweite Teil, baut freilich auf dem ersten Teil auf und der dritte Teil folgt in Kürze. Im dritten Teil geht es dann vornehmlich um den Schultergürtel und die Schulter, in diesem Kontext natürlich auch um die Brustwirbelsäule, dann um den Bereich des Schulterblatts, der Scapula und vor allem um das Schultergelenk, das Glenohumoralgelenk selbst. Wenn ihr nichts verpassen wollt, so empfehle ich euch, diesen Kanal zu abonnieren. Stetig poste ich neue Videoclips, neue Online-Tutorials, diverse Lehrfilme, auch zusammen eben wie in diesem Clip mit Kolleginnen oder Kollegen. Den Kurs Yoga-Therapie nach Parker und Pape bieten wir gemeinsam in diesem Jahr erstmalig bei den Schweizer Träger Akumax an. Wenn ihr Interesse habt, daran teilzunehmen, die Ausschreibung findet ihr auf meiner Homepage, der von Ulf Pape, www.relaxing-art.de und natürlich auch im Programm des Schweizer Trägers Akumax. Auf vieles, worauf wir hier in den Online-Tutorials nur kurz eingehen, gehen wir freilich in den Weiterbildungen tiefer ein, beispielsweise auf myofasziale Triggerpunkte, Tenderpoints, chinesische Akupunktur bzw. auch Akupressurpunkte, auf myofascial trains, auf diverse anatomisch und physiologische Zusammenhänge, aber auch auf Krankheitsbilder wie unspezifischer Rückenschmerz, nackenbedingter Kopfschmerz, Schulterproblematiken, Hüftproblematiken und viel mehr. Sequenzen aus der Yoga-Therapie nach Parker und Pape fließen auch in meine Thai-Yoga-Kurse ein. Die Thai-Yoga-Kurse biete ich an zwei Standorten an. Einmal, meistens Anfang Oktober, bei dem deutschen Träger Top Physio, aber bei der Zweigstelle auf Mallorca, also bei Top Physio Mallorca
und ebenfalls bei dem Schweizer Träger Accumax. Einzelne Elemente der Yogatherapie nach Parker und Pape fließen aber auch in meine anderen Fort- und Weiterbildungen ein, beispielsweise in meine Kurse gegen chronische Rückenschmerzen, in meine Kopfschmerzkurse, in meine Schulterkurse und in meine Faszienkurse. Accumax und Top Physio habe ich ja schon erwähnt. Bei Accumax biete ich sehr, sehr viele Weiterbildungen an. Bei Top Physio unterrichte ich auch noch einmal im Jahr noch in Berlin. Des Weiteren unterrichte ich vornehmlich in der Schweiz bei dem Träger Bodyfeet. Da gebe ich sehr, sehr viele Kurse und auch in Wien im Physiozentrum für Weiterbildung. Einen spezifischen Akupressurkurs biete ich zudem auch einmal im Jahr im Fortbildungszentrum in Hagen an. Wenn ihr von mir mal behandelt werden möchtet, ihr findet meine Praxisadresse und meine Telefonnummer ebenfalls auf meiner Homepage. Ich praktiziere in Berlin. Auch wenn ihr zu meinen Clips, zu meinen Techniken Fragen habt, ihr könnt mir gerne schreiben per E-Mail, per WhatsApp oder mich auch direkt anrufen. Soweit erst einmal in eigener Sache. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Wenn ihr wollt, dann schaut schon mal auf meiner Seite. Dort findet ihr über 300 diverse Tutorials, Lehrfilme, kleinere und größere Videoclips, diverse Inspirationen, Ideen, so dass ihr die eine oder andere Technik schon mal üben könnt. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ich freue mich und wünsche euch viel Spaß beim Üben.